Herzlich willkommen, 18.18 Uhr, Immorob TV, heute mal mit dem Thema Kaufpreise richtig verhandeln. Immer wieder gibt es die Frage, kann ich das machen? Wie funktioniert das? Ist da viel Spielraum drin? Was muss ich überhaupt tun, damit der Verkäufer meinen Ideen folgt und eventuell den Kaufpreis auf den Preis senkt, den ich gerne hätte? Wie das funktioniert, wie der Ablauf ist und ob es aktuell in der Marktsituation überhaupt möglich ist, das klären wir heute im Video. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Wir gehen mal genau den Ablauf durch, wie ich persönlich an so eine Geschichte rangehe und wie ich am Ende in der Regel zu 99,9% dahin komme, tatsächlich auch Kaufpreise im Ankauf zu senken. Liegt natürlich zum einen an einer guten Strategie, die will ich euch heute mitgeben. Zum anderen liegt es natürlich auch daran, ist denn der Preis, den der Verkäufer haben möchte, realistisch oder nie. Oft ist es tatsächlich nicht nur mein Verhandlungsgeschick, sondern auch die Tatsache, dass der Verkäufer einfach falsche Vorstellungen hat. Wir fangen mal an mit Punkt Nummer 1, nämlich den ersten Kontakt. Der erste Kontakt, egal ob das Strategie ist, Kaltakquise, Flyer, Off-Market bei Kleinanzeigen, irgendwelche Verkäufer, Vermieter anschreiben, ob ihr die Wohnung kaufen könnt. Oder über einen ganz klassischen Weg, ein Makler schickt euch ein Objektangebot oder ihr findet irgendwo eins im Internet, wo er sagt, das finde ich interessant. Dann habt ihr quasi in erster Linie natürlich erstmal die Eckdaten des Objektes da, indem der Verkäufer oder der Makler euch ein Exposé zuarbeitet, den Kaufpreis der Immobilie, gegebenenfalls eine Miete, die hinterlegt ist, etc. pp. Das Erste, was ich mache, bevor ich ein Angebot abgebe, ich mache mir eine Kalkulation. Da gibt es ein tolles Excel-Tool, das habe ich mir gebaut. Wenn ihr das haben wollt, gibt bald einen Immo-Coaching-Kurs. Ich wollte das nie machen, aber jetzt, wo ich es gemacht habe, muss ich sagen, ist schon echt gut geworden und es lohnt sich auch. Da kriegt ihr das Excel-Tool etc. pp. Ganz viele Beiwerke natürlich dazu. Am Ende ist es aber, wie gesagt, erstmal so, vom Grundsatz her, ich habe eine Excel-Kalkulation. Dort packe ich mir den Kaufpreis rein, Maklerkosten, wenn sie denn anfallen, Kaufnebenkosten, Notar etc. pp. Und rechne mir aus, was wäre mein Gesamteinkauf. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe schon in der Beschreibung der Immobilie, da muss ich wahrscheinlich was renovieren und sanieren, muss man so ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Ich mache es tatsächlich, wenn das jetzt eine leerstehende Wohnung ist und ich auf den Fotos schon sehe, da ist noch ein Teppich drin, die Fliesen im Bad, zumindest der Fußboden, was auch immer, gefällt mir nie, fange ich an zu kalkulieren und packe meinetwegen pro Quadratmeter mal 350 Euro rein. Heißt bei einer 50 Quadratmeter Wohnung irgendwie zwischen 15.000 und 20.000 Euro, die ich mir gedanklich mit einkalkuliere. Die kann ich auch in meine Excel eintragen. Am Ende habe ich einen Gesamtankaufspreis für den Kaufpreis, Nebenkosten und logischerweise die Renovierung. Das ist mein Preis, den ich insgesamt wirklich ausgeben müsste. Danach gucke ich mir die Miete an oder die Miete, die ich erzielen könnte, wenn ich sie denn dann neu vermiete, und überlege mir, welche Rendite möchte ich am Ende haben, in welcher Lage. Wichtig ist hier ganz klar, es gibt Objekte in Top-Lagen, da darf die Rendite auch etwas niedriger sein, weil da gehe ich eher auf den Wertzuwachs und ich möchte vielleicht einfach diese Immobilie besitzen. Je weiter ich von dem Zentrum weggehe, je größer die Entfernung ist, je höher muss die Mietrendite sein, also das Risiko natürlich höher ist, muss natürlich auch mein Gewinn höher sein und da muss ich ein Stück weit abwägen, was halte ich für realistisch. Wie verhandle ich aber jetzt den Kaufpreis? In erster Linie mache ich Folgendes. Wir bleiben bei dem Beispiel, der Verkäufer will 200.000 Euro haben und ich würde zwischen 175 und 185 zahlen wollen. Dann muss ich überlegen, wie viele andere Investoren werden an diesem Projekt Interesse haben. Wenn das so ist, wo ich sage, ey, das Ding ist schon so interessant, könnte ich mir vorstellen, ist sehr gefragt, übertreibt es vielleicht in der ersten Verhandlungsphase noch nie, weil wenn ihr zu niedrig rangeht, seid ihr vielleicht weg, das Ding kauft ein anderer und du bist gar nicht mit an Bord. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die Mitte, ich biete nie die 175 an, aber auch noch nie die 185, die ich maximal ausgeben könnte, sondern biete einfach mal 180.000 Euro an. An der Stelle schicke ich dem Eigentümer oder dem Makler, je nachdem, eine erste E-Mail mit einem Kaufpreisangebot. Ich schreibe es oben direkt rein. Unverbindliches Kaufpreisangebot. Warum unverbindlich? Natürlich, ich habe die Immobilie vor Ort nie gesehen. Vielleicht finde ich dort Dinge, die mich stören könnten, die mir vielleicht auch helfen können, den Preis später weiter nach unten zu verhandeln. Ich sage, lieber Makler, lieber Eigentümer, vielen Dank für die Zusendung des Objektes. Ich finde die Eckdaten sehr interessant. Mir gefällt die Immobilie. Ich halte aber aufgrund der aktuellen, das ist so ein Standardsatz übrigens, den kannst du eigentlich immer bringen, aufgrund der aktuellen Marktlage, der aktuellen Zinsen und der Nachfrage, der Objektanzahl, wenn gerade in deiner Region viele Objekte auf dem Markt sind, kannst du auch schreiben, es gibt einfach viele günstigere Alternativen. Das könnte ein Satz sein in dieser ersten E-Mail, wo du einfach mal alles zusammenfasst, reinpackst und sagst, hey, das ist das, was ich dir bezahlen könnte. Letzter Satz in der E-Mail, sollte es trotzdem von Interesse sein, so könnte ich mir vorstellen, das Objekt zu erwerben. Vorab, ich bin Profi,
wenn du mir das Objekt verkaufst, kann ich dir eins gewährleisten, nämlich erstens, dass ich es auch bezahlen kann. Kommt bei mir immer in die erste Mail rein, gerade wenn du mit neuen Maklern oder Eigentümern zusammenarbeitest, damit der sagt, okay, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, mit dem Haufen Zeit zu verschwenden, am Ende kann er sich es nie leisten. Könnte also sein, dass du sagst, ich habe das nötige Eigenkapital dafür da. Könnte sein, dass du sagst, eine Bankfinanzierung liegt mir vor oder ich habe einen Finanzierungsrahmen meiner Bank vorliegen, dem Verkäufer oder Makler zusichern kannst. Wenn er mit dir zusammenarbeitet, dann läuft es unkompliziert und schnell. Und genau den Satz fasse ich auch immer in dem E-Mail mit zusammen, damit derjenige erstmal grundsätzlich sagt, okay, das ist jetzt kein Vollidiot, der mir irgendwas vom Pferd erzählt, sondern der kann auch wirklich diese Immobilie erwerben. Danach geht die E-Mail raus. Dann heißt es in der Regel warten, meistens nur 2 oder 3 Tage. Dann gibt es ein Feedback vom Verkäufer oder Makler, der sagt entweder, ja, du passt, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, lass uns das Objekt gerne angucken. Oder der sagt, du, pass auf, an den 200.000 Euro ist nichts zu machen. In beiden Fällen würde ich trotzdem die Besichtigung machen. Warum? Wenn er sagt, du, 180.000 kann ich mir grundsätzlich vorstellen, können wir so machen. Haken dran, dann natürlich perfekt. Im Fall Nummer 2, der sagt, ich bleibe bei meinen 200.000 Euro, davon kann ich nie abweichen, will ich nie abweichen. Dann sagst du, okay, lass uns Folgendes machen, ich würde mir das Objekt trotzdem gerne mal anschauen. Wenn ich so überzeugt bin, dass ich vielleicht auch die 200.000 bezahle, wohlgemerkt in Klammern, wir wollen maximal 185 zahlen. Wir sagen aber natürlich trotzdem, wir gucken uns das Objekt an. Warum? Relativ einfach, bei der Besichtigung findest du dann vielleicht handfeste Argumente, die dir an der Preisverhandlung helfen können. Hatte gerade den Fall, ging es um Wohnungspaket, 3 Wohnungen. Ich bin zum Objekt hingefahren, ich habe einen Preis im Kopf gehabt, den der Verkäufer nicht mitgehen möchte, aber wo ich sage, doch vom Bauchgefühl her, das kriege ich vielleicht verhandelt. Dann war ich dort gewesen, 2 Wohnungen sind vermietet, 1 Wohnung ist aktuell leerstehend. In der Wohnung gibt es Setzungsrisse, das heißt, das ist ein 90er-Jahre-Bau, du hast so kleinere Risse überall in der Wand, auch im Treppenhaus, ist tatsächlich nichts Schlimmes. Also das ist ja, das Haus fällt nie zusammen, sondern einfach 90er-Jahre, oft schnell gebaut, hast du teilweise zwischen den Bauteilen leichte Verschiebungen durch Witterungsverhältnisse, Wärme, Kälte, wo dann die Wand aufreißt. Das Ganze kann man relativ unkompliziert aufhacken, zuspachteln, im besten Fall in Gewebe drüber und neu weiß streichen. Dann hast du das Problem eigentlich schon gelöst. Wichtig ist an der Stelle, der Eigentümer, der sitzt gar nicht hier in der Region, sondern 500 Kilometer weg. Der hat das Objekt selber das letzte Mal vor 25 Jahren gesehen. Das heißt, das ist für den wenig emotional. Der will natürlich viel rausholen. Aber ich mache dann natürlich Fotos und hierbei ganz wichtig, auch wenn das bei mir gar keinen Bauchschmerz verursacht, ich tue natürlich die Fotos so schlimm darstellen wie möglich und dann, und das ist der Punkt, sammle ich einzelne Punkte. An dem Beispiel waren es wie gesagt die Setzungsrisse, der Fußboden muss raus, der alte Teppich, na klar habe ich das auf dem Foto schon gesehen, aber auch die Posten werden einkalkuliert, die Türen waren hinüber, das heißt alles, was ich irgendwie bemängeln könnte, füge ich dort mit an. 2. Punkt war im Keller, dort sind leichte Ablatzungen am Mauerwerk gewesen, also am Putz sozusagen, wo ich sage, das müsste gemacht werden. Und die Fassade wurde neu gemacht, aber die haben den Sockel vergessen. Was bringe ich dort mit ein? Hier, der Sockel muss irgendwann noch gestrichen werden. Also ich sammle wirklich bei der Besichtigung jedes kleine Mühe, was ein Mangel sein könnte, selbst wenn er mich eigentlich gar nicht interessiert, der wird aufgeführt, um dann zu Hause Folgendes zu tun. Ich setze mich nach der Besichtigung in den Rechner, schreibe eine Mail an den Verkäufer oder Makler, füge die Fotos, die ich bei der Besichtigung gemacht habe, mit an und sage, okay, ich habe immer noch starkes Interesse an der Immobilie, fand auch den Termin super angenehm, aber dies, das, jenes, die Mängel sehe ich, das sind Kosten, die ich dafür sehe, meinetwegen 25.000 Euro, da wäre ich bei anstatt bei 200.000 bei 175.000, wohlgemerkt maximal 185 wollen wir zahlen. Ich würde aber trotzdem Ihnen entgegenkommen und den Preis von 180 halten, den ich ihm in meiner ersten E-Mail mal angesagt habe. Wie gesagt, die 200 halte ich für unrealistisch aufgrund der Gegebenheiten und der aktuellen Mängel. Jetzt kann sich wieder zurücklehnen. Ja, wird in der Regel wieder 2-3 Tage dauern. Dann kommt eine Rückmeldung. Entweder Variante 1 ist, ja, Sie haben mich überzeugt, ich gehe von meinem Preis runter. Oder Variante 2, da gibt es keinen Weg. Oder Variante 3, ich würde Ihnen 190.000 anbieten. Jetzt habe ich 180 gesagt, eher 190, treffen wir uns in der Mitte 185. Klingt jetzt super einfach, ist es manchmal, ist es aber auch nicht immer. Kommt wie gesagt darauf an, wie der andere bereit ist zu verhandeln. In meinem Fall mit den 3 Wohnungen aktuell gab es immer noch kein Entgegenkommen. Das heißt, bisher ist der Verkäufer der Meinung, er kriegt den Preis, den er gerne hätte. An der Stelle kann ich nichts anderes machen als warten. Ich kann euch nur sagen, verzockt euch dort nie selbst. Ich finde die Objekte tatsächlich ziemlich cool und bin jetzt trotzdem nie bereit, über meine Preisvorstellung zu gehen. Warum? Ich habe eine ganz klare Kalkulation. Was ist mein Ziel mit der Immobilie? Was kann ich ausgeben? Bedeutet, ich habe nochmal weiter argumentiert, habe gesagt, okay, ich kann es verstehen, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, ist der Preis nicht gerechtfertigt.
Ich wünsche ganz viel Erfolg, würde mich aber freuen, falls sich die Meinung ändert, wenn Sie sich wieder bei mir melden. Oft kommt es tatsächlich vor, dass 2 oder 3 Monate später der Verkäufer oder Makler wieder zu euch kommt und sagt, hey, steht dein Angebot noch? Ich habe es mir nochmal überlegt. Weil das ist wie, wenn du ein Auto verkaufst. Ich verkaufe gerade so ein Audi Q7. Da habe ich auch meine Preisvorstellung und ändere die gefühlt alle 2 Wochen, weil irgendwann nervt es dann einfach, dass das Ding immer noch rumsteht und ja, logischerweise auch Geld gekostet hat. Was ich gerne zurück wollte und wieder investieren will, bedeutet, ich gehe also Schritt für Schritt mit der Zeit auch da von meinen Vorstellungen weg. Genauso geht es dem Immobilieninvestor, der eine Immobilie hat, mit der er vielleicht auch gar keinen persönlichen Bezug hat, der irgendwann sagt, an unserem Beispiel, du gut, wenn ich die 200.000 jetzt nicht kriege, scheiß drauf, dann nehme ich halt 10 weniger, aber das Ding ist endlich weg. Das heißt, die Zeit spielt für euch. Kommt in der Zeit ein anderer und zahlt mehr, dann ist es halt so, dann nehmt das nächste Objekt. Kurzum, funktioniert Preishandeln heute? Antwort, ganz klar, funktioniert. Sogar besser wie noch vor 1,5, 2 Jahren, wo es gar keine Objekte gab. Aufgrund des höheren Zinses gibt es weniger Menschen, die kaufen können. Dadurch sind mehr Immobilien auf dem Markt, werden langsamer verkauft. Das heißt, es ist deine Möglichkeit, heute in die Verhandlung zu gehen. Punkt Nummer 2, wann fange ich an zu verhandeln? Vor der Besichtigung, um die Zeit vom Verkäufer und auch deine eigene zu sparen. Weil wenn der sagt, da geht kein Weg rein oder wir liegen so weit auseinander, fahren sie zur Hölle, dann brauchst du gar nicht erst hinfahren, sparst du. Also fang dort an zu verhandeln. Wenn man merkt, es geht zumindest irgendwie ein Stück weit entgegen und ein Stück weit findet man vielleicht zusammen, dann zur Besichtigung fahren, Mängel auflisten, vorhalten das ganze Thema, eine Kalkulation dazu machen, sagen, das würde mich das kosten, zweites Angebot abgeben, das sollte dann verbindlich sein, dürfte auch gern reinschreiben und dann gucken, ob man sich einigt. Funktioniert, probiert's aus. In diesem Sinne, viel Spaß beim Handeln und Kaufen. Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid, ich und Rob, wir sind da für euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.